Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Repulsine zum Selberbasteln. Irgendwie ist das ja damals schief gelaufen, so wie ich das jetzt so hier mitbekomme. Der Viktor ist angeblich gezwungen worden, da mit Zwangsarbeitern das Ding zum Erfolg zu bringen. Und das ist ja dann irgendwie nichts geworden. Wenn das hier wirklich so ist, dass man reinkarniert, dann sind die ganzen Leute vielleicht schon wieder da und machen jetzt weiter, wo sie aufgehört haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass denen durch den Kopf geht, dass ein Fehler damals die Geheimhaltung gewesen ist. Dass man das Wissen nur ganz bestimmten Menschen zugeteilt hat und da hat meistens wahrscheinlich Geld eine große Rolle mitgespielt. Und Geld ist ja nicht immer ein Indikator dafür, ob das Wesen jetzt die Technik-Natur richtig einsetzt oder nicht, ne? Von daher würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal so, dass wir dieses ganze Wissen, was wir haben, Schritt für Schritt teilen, dass jeder mitbekommt, welche Bausteine damit dazugehören. Und mal schauen, ob das dann was wird. Mal sehen, ob dann die richtigen Energien das Wissen bekommen. So, zu meiner Energie jetzt hier. Ich habe ja versucht, dieses Ei zu verkupfern und ich habe viel gelernt durch eure Comments. Wir machen dann noch eine Kommentarumschau vom letzten Video. Das ist echt interessant, was ihr so alles geschrieben habt. Erstmal gucken, wie es hier drin so aussieht. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich habe es nur mal ein bisschen gelöst. Und jetzt mal schauen, was es sagt. Ist das Ei überhaupt noch da oder hat es mir das Plastik jetzt aufgelöst? Ja. Ich sehe nichts. Warte mal, ist mein Ei noch da? Gut, das Ei ist noch da, aber verkupfert hat es noch nichts. Es stinkt auch nicht mehr so sehr. Und nach einem Tipp, nachdem ich in dem letzten Video in den Comments da mit jemandem darüber geschrieben habe, habe ich gegen Ende dann noch ein bisschen Alaun rein, nachdem dann gar keine Stromaufnahme mehr war. Dann ist die Stromaufnahme wieder ein bisschen gestiegen auf 30 mA bei 20 Volt und dann ein, zwei Tage später war wieder nichts gewesen. So, ich schütte es jetzt alles mal aus und mal gucken, wie es aussieht. Na cool, es wundert mich auch nicht mehr, dass keine Stromaufnahme mehr gab. Die Schraube ist noch da, die Schraube lebt noch und sieht noch ganz fit aus. Aber dafür habe ich jetzt ein Riesenloch hier in meinem Ei oben drin. Hier ist jetzt irgendwie ein Riesenloch reingekommen. Ich weiß nicht, ob es durch die Pisse oder durch das Alaun ist. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ob es Alaun oder Bittersalz ist. Das war so ein Ding, was ich in meinem Chemieschrank habe stehen lassen. Und ja, von der Konsistenz her sah es für mich aus wie Kali-Alaun. Aber es könnte auch Bittersalz gewesen sein, was ich dann hier reingekippt habe. Naja, interessant jedenfalls. Es stinkt nicht mehr nach Pisse. Es riecht gar nicht mehr. Krass. Okay. Und naja, ein bisschen Kupfersulfat haben wir schon da, ne? Ein bisschen angefangen aufzulösen, hat sich's schon. Das hätte ja ewig gedauert so. Zumindest ein kleiner Teilerfolg. Hier ist ein bisschen Kupfer draufgegangen. Ich fasse es nicht. Meine Kupferstange hat es alle voll wegoxidiert. Ich weiß es nicht, ob es erst mit dem Alaun passiert ist, dass die so wegoxidiert sind oder das durch die Pisse schon passiert ist. Ich denke mal, durch die Pisse allein kann es auch schon passieren. Ich denke da an Buchheimer seine Urinbatterie. Da ist er auch mit Kupfer rangegangen und das hat gar nicht lang gehalten. Tja, moin. Seht ihr das hier? Das sieht so verkehrt gar nicht aus. Das hat schon begonnen mit Verkupfern. Seht ihr das? Das hat schon angefangen zu verkupfern und es hält auch. Also jetzt beim Abwaschen ist es nicht abgegangen. Nur hier oben, wo mein Strom reinging, hat es mir das ganze, tja, den ganzen Graphitlack weggefressen sozusagen. Und an die Stelle habe ich ja das Alaun geschüttet. Ich habe es dann nicht umgerührt sozusagen. Ich glaube, da mache ich nochmal einen Versuch. Werde ich hier oben das noch mal richtig mit dem Graphitlack noch mal verstärken. Vielleicht mit Kohlefasersträngen werde ich noch reinlegen. Und dann auf den Kohlefaserstrang dann mit meinem Strom gehen, dass da nichts wegoxidiert. Und dann gleich mit
gelöstem Salz und Wasser hergehen, anstatt mit Urin. Ja, aber bin ganz zufrieden. Wenigstens einen kleinen Mini-Erfolg. Die erste kleine Verkupferung. Juhu. So, dann weiter zur Repulsine. Ihr wolltet sie alle schneller laufen sehen. Und für alle, die denken, dass das letztens ein Selbstläufer gewesen ist, nein, um Gottes Willen, hier unten drunter ist ein Bedini-Motor, wie gesagt, und hier drin ist ein Lithium-Ionen-Akku 3,7 Volt. Ne? Deshalb ist die auch nicht besonders schnell gelaufen. So, jetzt habe ich den Strom, also den Stromzufuhr rausgeführt und kann hier eine 12-Volt-Batterie anschließen und dann könnt ihr gleich mal sehen, welche Drehzahl es mit 12 Volt macht. In einem der letzten Comments wurde erwähnt, dass wenn ich hier denke, dass es nur auf Luftströmung ankommt, ich überhaupt noch nichts verstanden hätte. Und damit hat er sehr, sehr recht mit dem Comment. Natürlich ist Luftströmung hier nicht alles. Ne? Aber es sind alles kleine einzelne Bausteine und ich möchte halt peu à peu vorgehen, ne, damit man mit dem Wissen da nicht gleich erschlagen wird sozusagen, ne, dass man alles schön nach und nach nachvollziehen kann. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht von den Videos von Fritz her erinnern, dass er von einem Schauberger-Zement geredet hat, der in der Mitte der Turbine hier praktisch zwischen den zwei Platten wäre. Hier in der Mitte wäre dieser Schauberger-Zement. Und da sagte selbst der Fritz, dass es so eine Art Erregerstoff wäre. Hier nochmal im Rückblick. Ja. Da ist mit einem Schauberger-Zement, wir sagen nur Zement, ist aber mit Wasserglas und bestimmte Stoffe eingeklebt. Aha. Und das ist der Schauberger-Zement, Erregerstoff. Da brauche ich übrigens Selenpulver vermischt, aha, mit Wasserglas, aha, mit der Kleber. Einen simplen kleinen Erregerstoff können wir uns alle selbst besorgen, indem wir da solche Piezo-Discs irgendwo herbekommen. Die sind meistens eingebaut als Lautsprecher in kleinen Grußkarten oder in ein Kinderspielzeug oder sonst wo. Und da ist praktisch ein Kristall hier auf der Platte. Und wenn das gedrückt wird, kommt Strom raus. Ich drücke es einfach nur hier drauf. Und allein durch die Druckänderung können wir hier Strom erzeugen. Da gibt es wunderschöne Bauanleitungen aus Indien oder sonst woher, wo die sich die Teile in ihre Schuhe einbauen und dann während des Laufens ihre Handys laden zum Beispiel. Ist ein schöner Gimmick. Und hier für die Repulsine wahrscheinlich ein wichtiger Baustein. Diese Piezos, die erzeugen einen Hochspannungsspike, während sie gedrückt werden. Und Hochspannung und Luft und Fliegen passt ja schon irgendwo ganz gut mit zueinander. Und das, was dann noch fehlt, wäre die Vibration. Dann hätten wir alles beisammen, was so ein naturrichtiges Fliegedings ausmacht. Na? So, jetzt fahre ich die für euch mal hoch. Hier von den LEDs musste ich mehr nehmen, ne, weil jetzt kommt viel mehr Back-EMF raus als bei 3,7 Volt. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, das Ding, das wackelt und eiert ja hier ganz schön. Ne? Und ich muss aufpassen, dass es hier nicht runter wackelt und eiert. Und bei bestimmten Frequenzen, ach, leider ist sie zu leicht. Ne? Ich muss ja einfach nur drauf drücken. Wenn ihr jetzt hier meinen Finger drauf gedrückt hält, dann seht ihr, dass da gut Strom rauskommt. Ne? Müsst man einfach nur ein bisschen mehr Gewicht drauf tun hier und dann, jawohl, hätte man allein schon durch das Wackeln und Eiern der Scheibe, die hier oben drauf ist, einen Stromgenerator. Aber dazu muss man natürlich nicht zwingend eine Repulsine nehmen, damit es wackeln und eiert. Aber ich denke, da gibt es ein interessantes Teil dabei. Ich fahre sie jetzt noch mal kurz ganz hoch auf die höchsten Drehzahlen, dass ihr auch was zum Staunen habt.
In den hohen Drehzahlen läuft sie richtig schön ruhig. Mal gucken, ob das schon das Ende ist oder ob die Bedienung noch höher kommt. Ne, scheint das Ende zu sein. Mal gucken, ob sie noch vibriert. Ne, jetzt vibriert sie. Jetzt vibriert sie auch fast gar nicht mehr. Ne, wenn ich jetzt meinen Finger hier gedrückt drauf halte, kommt gar nichts mehr am Piezo raus. Ne, nur wenn ich eine Druckänderung drauf gebe. Wir fahren mal wieder in die Drehzahl zurück, wo es wackelt. Hier wackelt es schön. Ah, jetzt da ist sie. Jetzt fängt es wieder an. Okay. Also ihr seht, bei so einer ganz bestimmten Drehzahl wackelt es besonders. Ne? Und das ist bei jedem Motor so, dass der ganz bestimmte Drehzahlen hat, wo er sich aufschaukelt. Und da gibt es die sogenannten Resonanzdrehzahlen. Ich hatte da mal eine schöne Tabelle in Global Scaling gesehen, nach der dann richtig schön zu sehen ist, warum Motoren so bei 1400 Umdrehungen eben keine Resonanz haben und die anderen Drehzahlen eben ungünstig wären. Was mir dann als Motorenentwickler dann klar gemacht hat, warum die Drehzahlen eben in dieser Drehzahl bei den meisten Motoren rausgesucht wurden. Wenn man da andere Drehzahlen nimmt, dann kann das Ding so gut ausgewuchtet sein, wie es will. Es schaukelt sich trotzdem auf. So, und das kann man jetzt verhindern, wenn man möchte, oder man kann es benutzen, eventuell. So, meine Überlegung geht dahin, dass in der Mitte der Scheibe hier dann ja praktisch unser Schauberger Zement wäre, praktisch dieses Piezo, und durch die andauernde Kompression und Dekompression geht es hier ja in Schwingung. Ne, dann wackelt das ja hier auch und hier auch und hier auch. Und wenn jetzt hier das nur durch dieses Piezo-Element getrennt sein sollte, diese zwei Schichten, dann patscht das hier immer schön hin und her. Bei bestimmten Drehzahlen. So, und dann hätte man Hochspannung und ja, es kommt nur drauf an, macht man oben Plus oder unten Plus hin. Und dann wackelt man sich dann vielleicht so Richtung Wolken. Oh, bevor wir zur Vibration kommen, will ich es nochmal hochfahren lassen, diesmal mit angeschalteter Waage, dass ihr auch mal seht, ich habe das ja auf einer Waage installiert, um mal zu gucken, wie sich das Gewicht ändert. Und ich höre so gern dieses Hochfahrgeräusch. Natürlich ist es die ungünstigste Stelle, wo man sich platzieren kann, wenn man so eine Scheibe drehen lässt. Ich habe da jetzt mal in das Sikabond so viel Vertrauen. Am Anfang hält das Sikabond echt gut, so in einem Jahr wird es dann porös, da zieht es dann, was weiß ich, irgendwie löst es sich dann auf. Bei Plastik zumindest. Ja, ihr seht, vom Gewicht her ändert sich nichts. Ja. Gut, ich meine, selbst durch den Luftzug, der Luftzug würde ja jetzt, na, hier wo mein Finger ist, ist jetzt der Luftzug, der trifft ja jetzt voll auf die Scheibe hier, also wenn, dann hätte ich die Glasscheibe hier ein bisschen verkleinern müssen, um vielleicht den Effekt des Luftzuges hiermit zu demonstrieren, ob es dann ein Gramm leichter wird, aber ihr seht, so an sich tut sich da erstmal nichts. So, warum das Vibrieren so wichtig ist. Eines Tages besuchte mich der Dieter und den zähle ich auch mal mit zu diesen Reinkarnierten. Ja, erstmal zum Dieter und er brachte mir da so ein Plexiglasrohr mit einem Magneten drin mit. Besser gesagt mit drei Magneten. Aber ein Magnet, der dann nur durch die Vibration von so einer Rüttelplatte nach oben gestiegen ist. Und hier das Video kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Da ist dann erklärt, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Das ist nämlich nicht egal, wie rum der Magnet ist. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wie mit der Schaubahn schon gesagt hat, schau es aus 180 Grad verdreht an. Okay. Dann habe ich das jetzt so gemacht.
wenn die untere und obere Magnete von der Röhre oder die Röhre abschließen, die spielen keine Rolle. Maßgebend ist jetzt die Schwingung. Ja, da hat er jetzt schon überhaupt keinen Bezug mehr zu der Magnetkraft hier unten mit dem. Also da spielt das wirklich keine Rolle mehr. Das heißt, der schwingt jetzt wirklich auf dem Magnetfeld der Erde, kann man sagen. Der eiert jetzt auf dem Magnetfeld der Erde rum und steigt immer höher, nur weil der in dieser Vibration... Wobei wir den Nordpol nach oben haben. Also ich konnte 80 Grad verdreht und zwar, er wird nach oben gezogen. Er wird nicht von der Erde weggedrückt, sondern nach oben gezogen. So, nachdem ihr das nun gesehen habt, wollen wir uns nochmal einen Kurzüberblick der Quintessenz anschauen, was Fritz Watzel höchstpersönlich zu der Repulsine sagte. Das Video beginnt mit einem Video, was ich 2010 machte. Ich glaube, es war 2010, könnte auch 2009 gewesen sein. Und das erste Mal kam ich mit einer ganz besonderen Frau zu ihm. Die werdet ihr dann auch im Video gleich sehen. Ich kenne ihre Geschichte. Mir wurde gesagt, dass ich es nicht weiter sagen darf, aber ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die ersten Szenen da sehe, wenn sie ihre Hand da an der Lampe wärmt. Weil sie ist auch so eine Reinkarnierte. Tja, falls ihr sie mal irgendwann kennenlernt, dann könnt ihr sie ja mal fragen, was ihr da gesagt wurde, wer sie ist. Sie hat es auch nicht selber herausgefunden, sie hat es von drei verschiedenen Wahrsagerinnen bestätigt bekommen. Und ja, als sie mir das sagte, dachte ich nur, was ist denn das für ein krasser Film, wo ich hier reingeraten bin. Und die haben Milliarden verdient. Und die könnten wieder Milliarden verdienen für die Wiedergutmachung. Nein, machen sie nicht, sondern Fortsetzung von dieser Zerstörung. Mhm. Ich glaubte zuerst, ja, das glaube ich, dass dir kalt ist. Aber wir gehen gleich da oben, es ist warm. Ja? Aber ich zeige jetzt nur kurz. Da sieht man die zwei Platten. In dem Fall sind die Schlitze unten, weil es so liegt. Da muss man mal schauen, schaut man das Licht ein. Wir sind zwar sehr empfänglich, aber sieht man gleich hinten die zweite Platte. Und ja. Da ist mit einem Schauberger Zement, wir sagen nur Zement, ist aber mit Wasserglas und bestimmte Stoffe eingeklebt. Aha. Zwischen den Platten. Und das ist halt der Abstand, wo man eben da hinein sieht. Ja. Und da draußen habe ich das war größer, so umgebörtelt. Und da sind sie einen Millimeter auseinander. Es wird immer dünner bis hierher. Mhm. Und also wenn die Luft ist zwischen diesen zwei Membranen und wie es dreht, schleudert sie, wird herausgesaugt. Mhm. Weil der Umfang immer größer wird, entsteht Vakuum. Mhm. Und dann herausgesaugt. Und dann fliegt hier diese Luft heraus. Auf einen Ring. Mhm. Stabilen, stehenden Ring. Und dann gibt es eben diese Retourgutsche. Sieht da also Aluminium, ein Zinkring, reiner Zink, lauter kleine Zink, Schlitze. Ja, ja. Und diese kleinen Schlitze. Das ist ganz locker aufgehängt, sieht? Ja. Ich kann da. Und stellt sich, wenn sie sich dreht, sofort. Voll in die Waagerechte dann. Und diese Membranen nebeneinander. Schlitze. Da, wenn sie sich bewegt, in dem Fall jetzt anders, weil sie verkehrt da liegt, wäre rechts drehend. Das saugt da hinein und es wird immer schneller. Mhm. Und das ist dasselbe wie in der Schweiz, diese Teilchenbeschleunigung in Genf. Ja. Und wer kann mit dieser Apparatur, wenn es ausgewuchtet ist, 30, in höchstfall 60.000 Umdrehungen fahren. Und dann habe ich Lichtgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit. Ja. Und da passiert ungeheuer. Bei Viktor Schauberger, das war 1938. Und man schaut es so an, aber Viktor sagt, alles um 180 Grad umdenken. Mhm. Und wer das nicht macht, das funktioniert schon, aber nicht so gut wie es gehört. Das ist jetzt die
diese Wärme, die hier herauskommt, immer am Höcker. Ja, ja. Und auch im Tal. Aber zwischen ist immer diese zwei Platten pro Schlitz, die Düse. Ja. Der Einsaugung und immer nach außen sind diese Schlitze. Mhm. Also auch in dem Fall unten. Und desto mehr nach außen strömen diese Luftgeschwindigkeit immer schneller und dann habe ich eben diese Teilchen, Beschleunigung und der Walter Schauberger war in der Schweiz eingeladen und er sagt, er kommt nicht zu Hause. Alle Länder sind zwar beteiligt, aber die müssen Glück haben, wenn sie überleben, es könnte eine Explosion sein. Und weil wir, solange es sich dreht, ist die Einatmung in dem Verbunden rauf. Mhm. Und an den Düsen dort kommt diese Pressluft heraus. Und ab dort ist es so bis daher. Ja. Und ab diesem Schlitz Druck. Und 52% Sog und 48% Druck. Aha. Also Explosion. Ja. Ist es nicht, dass ihr auch lautlos ist. Das zweite Mal, als ich ihn besuchte, war es so ein halbes, dreiviertel Jahr später gewesen. Da war es dann Winter. Und ich weiß nicht so recht, ob sich Fritz am Anfang noch an mich erinnern konnte. Weil diesmal habe ich mich vorgestellt mit einem Typ, der aus dem Kernkraftwerk kommt. Ich bin da mit einem Firmenauto vorgefahren, mit einem BMW. Und naja, so wurde ich am Anfang auch vom Fritz behandelt. Der hat mir da als erstes versucht, so einen Ofen aufzuquatschen, der auf Repulsine-Style funktioniert. Aber im Laufe der Zeit konnte er sich dann erinnern, wer ich war und am Ende war es wieder ganz herzlich. Am Anfang hat er mir noch die Repulsine gezeigt, die höchstwahrscheinlich für Leute ist, die es nicht gleich kapieren sollten. Aber später hat er mir dann wieder die ganzen richtigen Details von der Repulsine gesagt und da sind sie. Live zum Fritz. Gleich da hinter dieser Platte eine kleine Doppelmembran. Aha, das ist alles. Genau. Und hier kommt die Luft herein und geht durch die Doppelspirale, also Wellenplatte, und hier stand es heraus. Ist nur wie ein Blumentopf gebracht, also ist ja ein Kachelofen. Ja, ja. Übrigens, das ist auch diese Kachelofen. Ach, drinne. Das hast du, ja, genau. Ja, und die würde ich verkaufen um 800 Euro. Aha. Aber die ist sparsam. Na, dann machen wir gleich mal ein bisschen Werbung dafür hier. Jawohl. 800 Euro sagst du, okay. Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich einen Käufer gefunden habe. Das ist die Zukunft. Sechs Startmotor, Generator, alles ist da. Ja. Ein Kolimcode im Buch. Also das läuft so, diese Speichen sind ein bisschen aufgebogen. So, wenn sie sich dreht, zwischen zwei Kupferplatten ist ja Abstand. Ja. Hier in der Mitte ungefähr 8 mm und am Rand nur mehr 1 mm. Ja, aber dann immer kleiner. Und wenn sich das hier so dreht, gar nicht so schnell, kommt da sofort Wärme raus. Mhm. Also handwarm. Mhm. Und diese Temperatur, das ist die Weltallbewegung. Und das habe ich alles von Victor gelernt. In der Mitte 8 mm Abstand oder 5 mm. Und nach außen nur mehr ganz fein. Ja, ja. Aber die Drehzahl verstärkt sich. Und da entsteht pro Schlitz. Und die Schlitze müssen immer auf der Seite sein. Also immer so, schräg, bisschen schräg. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder Linkslauf oder rechts, das spielt keine Rolle. Also, die Chianti-Weinflasche, die ist Eiform. Ja. Und als erstes habe ich auf diese Großturbine habe ich laufen lassen, habe diese Flasche da montiert und lasse dann laufen. Mhm. Oh, na, die habe ich nur gelernt. Und die Zeichnung hast du ja, wo das große Ei steht, wo da. Das ist hier drüben, ne? Gekauft, die dort. Ja. Ah ja. Und auch diese Spiralflasche, auch italienische Weinflasche. Genau. Und ich hab sie nie mehr so richtig
Ich habe keine Zeit mehr. Da ist übrigens auch eine fertige Turbine. Aber jetzt darf ich da nichts mehr abverkaufen. Ich brauche noch zum Erklären. Da war die Flasche montiert. Die Eiflasche. Aha. Und jetzt habe ich ja das Ei. Und ich habe weiter gedreht. Und hier habe ich wieder einen Reinzinkring. Also ich kann hier einsaugen. Und das ist der Schauberger Zement, ein Regelstoff. Da brauche ich übrigens Selenpulver vermischt mit Wasserglas, mit der Kleber. Und auch hier. Und dann, ich habe da die Postleitzahl draufgeschrieben. Jawohl. Der Zentring, diese feinen Schlitze, von innen heraus einen Schraubenzieher, den ich zugeschliffen habe, wie ein Messer. Ich bohre, sagen wir, ein Millimeter Loch und dann schlage ich die Schneide heraus. Und dann entsteht diese Düse. Und hier rundherum ist ein Zahnring. Wie sich das dreht, fangen hunderte Düsen an zu blasen. Alles sog und wo es entlassen wird, Spezialdüse, habe ich einen Druck. Sogenergien müssen vorherrschen, dann ist der Druck ein Ergebnis. Und du brauchst ganz wenig Energie, um die Scheibe dann anzutreiben, sozusagen. Ja, oder die braucht nur die Bewegung sein. Ja, natürlich, mit 30.000 Umdrehungen, ein PS. Durchlaufen. So ein kleiner Motor. Ja, da habe ich eine Küchenmaschine drauf. Ja, genau, richtig. Den hat man letztens schon gehabt. Aber ich könnte es hier mit kurbeln, weil 40.000 Umdrehungen. Aber ich habe nur hier, passt mir das alles nicht, ich muss so eine Welle haben. Die Welle ist hier mit Federn, die kann ein bisschen schwingen. Ja. Und dieser Rotor, warte, was ist der andere Rotor? Du kennst sie, aber die sind so steil. In Schwerpunkt in die Achse verlegen. Du kennst die Eisläufer oder Eisläuferinnen, die fahren mit den Schlittschuhen und dann gehen sie eine gewisse Kurve und es wird immer schneller, Wer treibt die an? Das wird so schnell, die halten das nicht mehr aus, machen sie es so. Wer treibt die an? Diese berühmte Kurve, wo die Natur, die Sterne, alles selbst antrieb. Das ist der Spind des Moleküls. Habe ich auf Gummireifen, weil ich bin ein bisschen unwucht. Ja. Am Gummireifen kann sich das ausschaukeln. Aha. Wenn du es festmachst, ist die stärkste Welle kaputt. Auch. Machst du es so auf Gummi aufbauen wie die Waschmaschine. Du hast auch bei hohen Drehzahlen immer eine Frequenz, ne? Ja, immer was. Eben auch jeder Motor, wenn er der beste ist, hat die kritische Drehzahl. Genau. Und dann bei hoher Drehzahl sind meine Turbinen alle ruhig. Ja, wenn du an diese Resonanzfrequenz rankommst von den Elementen. Aha. Das sind diese Einsaug. Das kann also mal hinnehmen. Da kommen drei Stoffe herein. Sauerstoff ist das schwerste Element. Ja. Das geht am Rand, zentrifugal, und strömt hier schon wieder raus. Und kommt da drüber, hier kommt Wärme durch. Das ist diese künstliche Sonne. Kommt da vorbei und hier kommen drei Gase wieder zusammen. Und dann ist was los. Moment. Wo die Gase herauskommen, ist der Ring. Der kommt durch Düsen. Durch diese Düsen. Oh, da ist wieder eine Turbine. Genau. Diese Aluplatte ist 3 Zentimeter dick. Und da sind diese Schlitze herausgefräst, weil die Energien fliegen ganz gerade heraus. Und die musst du da draußen umlenken, sodass sie schräg herauskommen auf den Zahnring. Da stoßen sie sich und dann ist es ein Kettenantrieb. Und das ist wieder die U-Boot-Turbine. Wird eingesaugt und das Boot fliegt schneller unter dem Wasser als in der Luft. Ah, da gibt es einen neuen. Einen anderen Heizapparat und da sind die Doppelmembrane und hier Spiegeln. Da wurden die Strahlen verspiegelt, trafen und hier eine Glühlampe,
mit einer Erdung. Und die hat gebrannt. Ja! Mit der Luftströmung. Aha. Und da gab es diese Eiversuche mit dem Faden, nur das Ei, das Blatt in der Mitte. Ja. Alles andere, wenn es nicht Eifer, wird ausgespult. Und immer die, wenn es regnet, läuft das Wasser nie gerade heran, immer gleich so. Immer mehr andermäßig. Ja, weil es rollt. Um jede Perle dreht jetzt das Wasser Hochzeitstanz der Moleküle. Ja. Einmal links, einmal rechts. So, das Wasser durch, ohne Druck. Einfach nur auslaufen lassen. Und jetzt ist das Wasser informiert die Perlen. Und jetzt drehe ich es um, kann gar nichts machen, folgt die ganze Perle als Spirale. Ah, ja, genau. Ist das nicht herrlich? Luft ist so gering, so Leichtgewicht, also Hundertstel Gramm. Bewege ich Überschallgeschwindigkeit, dann habe ich Tonnen. Doch Kilo, genau, oder? Tonnen, ja. Und die Jumbo-Jet-Turbinen haben 25.000 PS Feuerstrahlturbinen. Mhm. Und der Victor fährt mit Kältestrahlen, das ist alles. Mhm. Aber die Schwungmassenenergie, die ist da versteckt drinnen. Mhm. Und wieder zurück zur Spirette einer Eisläufer. Gewisse Kurven brauchst du. Dann funktioniert es. Stimmen die Kurven nicht, bremst sich die Maschine, die geht nicht. Steckt. Mit dieser berühmten Spirale meint Fritz hundertprozentig den goldenen Schnitt, der da mit drin sein soll. Und ja, ihr habt das nochmal gehört, dass es Fritz explizit sagt, dass wenn die Kurven nicht stimmen, dass es dann stockt. Ja, da habe ich angefangen mit diesen PVC-Platten. Ja, cool. Also hat Fritz auch mit Plastikscheiben angefangen, so wie es aussieht. Und er hat ja dann auch irgendwann so eine Scheibe versucht aus Holz zu machen. Also nach den Infos, die er drüber haben dürfte, dürfte dem ja das nicht ohne Grund eingefallen sein. Es muss also vielleicht nicht unbedingt zwingend aus Kupfer sein. Ja, obwohl diese Information da mit Kupferscheibe und Zinkring, ja, wenn wir uns hier im Periodensystem der Elemente, also in der elektrochemischen Spannungsreihe der Elemente mal umschauen, was Kupfer hat und was Zink hat und in der Mitte dann so ein Piezo. Naja, gewisse Effekte kann man vielleicht auch mit der Plastikscheibe zeigen, aber wenn es dann um das Ganze geht, muss vielleicht doch hier irgendwie was richtig elektrisch Leitendes gemacht werden. Ich weiß es noch nicht. Wir sind am Suchen und wie ich sehe, helft ihr alle ganz fleißig mit. Das kann jetzt etwas dauern. Über 100 Comments sind in ganz kurzer Zeit eingetroffen. Wir machen einfach mal die wichtigsten durch. Ich darf das, schreibt hier jemand. Schauberger Fritz Watzel 12 von 13. Das ist ein Video, was ich gemacht habe, was so heißt. Fritz Watzel 12 von 13 mit 20.000 Umdrehungen. Sorry Tor, but the speed is too low. Ja, da hast du recht. Natürlich ist die Geschwindigkeit hier viel zu niedrig gewesen. Ja, außerdem schreibt er noch, if I remember right, the top membrane rotated, the bottom one is not, but nice models anyway. Also er sagt, dass nach seiner Erinnerung die oberste Membran sich gedreht hat und die unterste hat sich nicht gedreht. Okay, davon habe ich so noch nichts gehört. Falls irgendwas nicht geht, Schauberger hat das Ding nicht ohne Grund aus Kupfer gebaut. Ja, habe ich ja gerade vorhin gesagt, ne, dass das durchaus seinen Nutzen hat mit Kupfer wahrscheinlich. Schon mal dran gedacht, die Form des großen Eis als Wasserturbine zu gebrauchen. Ich kann mir da eine geile Wirbelmuster vorstellen. Ja, das soll ja das nächste Video werden. Ja? Hi Groß, ich grüße dich herzlich. Verstehe ich das richtig, mit Katzenurin etwas verkupfern? Ja, ein bisschen hat es ja geklappt, ne, wie du gesehen hast. Wenn es jetzt am Urin lag. Hanf ist immer geil. Weiß gar nicht, wie ich zu deinem Kanal kam und wie. Achso, er findet es toll und findet Hanf, dass da auch Hanf ist, richtig ist. Ja, das Hanf deswegen, weil wenn jedes Mal diese Druckerdüse da vorbei macht, stellen sich diese Hanffasern auf, ist bei Holzfilament genau dasselbe, und dann
verbinden sich die Schichten auch zwischen den Druckschichten richtig gut miteinander. Ja, und darauf kommt es ja an, wenn das Ding vibriert. Ja, das hat ja dann auch nach oben und nach unten eine Bewegung, nicht nur zur Seite, nicht nur durch Fliehkräfte wirken da, denke ich. Versuch mal das aerodynamische Prinzip. Über dem Flügel ist Auftrieb aufgrund der Flügelform. Ja, da lerne ich mich gerade ein. So, was sagt der Christian noch? Schau dir mal Tartaria-Bauwerke oben an. Da ist immer ein kleiner werdende Aneinanderreihung von Antennen mit einem Ei oben drauf. Beispiel Kölner Dom mit den ganzen vielen kleinen Türmchen. Sehr guter Comment hier. Ja, wenn wir hinter die Technik hier geschaut haben, dann werden wir wohl auch mit ganz anderen Augen auf unsere alten bisherigen Bauwerke schauen. Na, bin gespannt, was dann noch so alles ans Tageslicht kommt demnächst. So, der Rocketway 79 schreibt, war es bei Gargamel, dem Bösewicht der Schlümpfe, auch so, dass ihn seine Katze vor allerlei Quatsch bewahrt hat? Allerdings ist bei Gargamel die Katze rot und er ist schwarz. Also sie jetzt, ne, der Edina. Du erinnerst mich die ganze Zeit schon an Gargamel, wollte es dir aber nie sagen. Aber jetzt, wo deine Katze gegangen ist, da musste es raus. Alles Gute weiterhin. Du wirst lachen, ich habe mich auch schon mal mit Gargamel verglichen. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich nichts gegen Schlümpfe habe. Ne, ich habe zwar Schlumpfpulver da, aber das ist nur Kupfersulfat. Und dass Gargamels Katze rot war, weiß ich nicht, ob das den Hintergrund hat. Ob die Macher der Schlümpfe, die werden schon ganz viel wissen, denke ich mal. Aber ich habe rausgefunden zu Katzen und ihren Farben, dass rote Katzen Lebenskatzen sind. Weiße Katzen haben dann irgendwas mit dem Lebensübergang zu tun, so in den Tod hinein. Dann, und die schwarzen Katzen würden angeblich den Schwarzmagier davor beschützen, dass er Scheiße baut mit seinen Experimenten. Ja, und Gargamel hat ja keine schwarze Katze gehabt, so wie ich, sondern hat eine rote Katze gehabt. Also ist bei dem aufs Leben aufgepasst worden, würde ich mal sagen. So, schön, dass es endlich mal Video gibt. Da versteht zwar nur die Hälfte und er ist über Alaun-Batterien zu mir gekommen. Schön. So, was hat der hier geschickt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der Mario ist am 17.05.28 geworden. Ein Viktor Schauberger, der Russisch redet, ist auch dabei. Er glaubt, dass bei 100.000 Umdrehungen und so alles zerfetzt wird. Ja, das war ja auch nur eine theoretische Annahme. Ne? Also in der Praxis geht das natürlich nicht. So, das Ergebnis der Katzenpisser habe ich gezeigt. Das Auftrennen der Luft findet er auch, ist eine gute Idee hier. Der unbunte Farben. So, hier fragt mich der Dalai Lama, ob ich das Video Die Natur kapieren und kopieren von Viktor Schauberger kenne. Natürlich. Gleich als erstes geguckt, nachdem es damals rausgekommen ist. Was mir noch eingefallen ist, lass alles mal links drehen. Okay, ja, bei mir ist es so, linksrum geht es wirklich besser, aber ich vermute, das liegt am Motor, den ich da verwendet habe. Und das ist ein Lüftermotor und der ist drehrichtungsmäßig optimiert. Fritz persönlich sagt ja dazu, es wäre wurscht, ob es rechts oder links dreht. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder links laufe oder rechts, das spielt keine Rolle. So, der Wolfgang Bauer meint, viel zu gefährlich die Drehzahl. Erstens brauchst du mehr Durchmesser. Hatte solche Scheiben schon vor Jahren gedruckt. Da schau her. PLA ist völlig falsch, viel zu weich. Da müsste teurer kohlenstoffverstärkter Kunststoff her. Und dann brauchst du auch einen entsprechenden Drucker, sonst wird das nichts. Glaub mir, da bin ich schon durch. Abgesehen, dass das super gefährlich war, wenn der Fritz sein Konstrukt mit dem Waschmaschinenmotor angeworfen hat, da bin ich in Deckung gegangen. Hier braucht man richtigen Maschinenbau. Basteln geht hier leider nicht. Da stimme ich dir zu. Dein Name ist ja auch Programm. Wenn es dann richtig was werden soll, dann werden wir uns professionell hier nicht rumkommen. Deshalb ja jetzt auch die Spiegelung hier, dass so viele Teile von uns ihren Spiegel dazugeben können, damit die Profis dann auch wissen, was sie machen müssen. Was wäre mit Carbondruckverfahren? Der Hersteller verspricht eine weitaus höhere Bruchfestigkeit als mit herkömmlichen 3D-Druckern. Ein solcher Druck zu verkupfern sollte aktuell die bestmöglichsten Resultate punkto Stabilität erzielen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine Flexibilität im Gegensatz zur Handvariante auszuschließen ist. Ob das aktuell existierende Carbondruckverfahren bzw. mit dem Baustoff Hanf aufgewertet werden kann, ist hoffentlich schon in der Erprobung. Ja, das hoffe ich auch, weil ein bisschen Flexibilität braucht man wahrscheinlich schon, wenn das Ding da vibrieren soll. So, der Olaf P. hat erwartet, dass meine ramponierte Wohnungsdecke zu sehen ist.
aber er findet das gut. Und ja, ich finde das mit Antigravitation wirklich Quatsch. Und Gravitation finde ich auch Quatsch. Gravitation ist in meiner Vorstellung, nachdem der Kurt Minder mich da so ein bisschen aufgeklärt hat, Gravitation ist in meinen Augen dann Trägheit. Ne? Gravity dürfte ein Anagramm von Trägheit sein. Und Antigravitation ist dann in meinem Fall Trägheitsabschüttelei. Ne? Das Wort habe ich auch vom Kminders Kurt gelernt und ist mir bisher auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wiege es, wenn es nicht läuft, und wiege es, wenn es läuft. Habe ich gemacht. So, elektrostatische Effekte findest du auch gut, um mehr Lift zu erzeugen. Da sind wir dran. So, lass den Dom links rumdrehen, sagt das Dash-Tash. Machen wir. Mit der Form der Scheibe würde ich Schritt für Schritt vorgehen. Mit Rauchnebelmaschine oder Zigarettenrauch die Luftströme fassen, sehen, was sich bei deinem aktuellen Modell bei verschiedenen Drehzahlen tut. Wenn es in den höheren Drehzahlbereich kommt, man wohl um eine Kohlefaser oder andere hochfeste Materialien nicht herum. V2A-Stahl oder gar Titan, so meine Einschätzung. Ach ja, vor Jahren hast du mich mit deinen misslungenen Supercap-Experimenten auf Dr. Robert Murray Smith gebracht. Danke dafür. Schön, dass auch mal meine vielen, vielen nicht funktionierenden Experimente da weiterhelfen. Auch misslungene Experimente, da jemanden weiterbringen. Fetzt. Cool. So, du hast vergessen, Essig rauszustellen, hat der Pope Pepe mir gesagt. Aber ich weiß gar nicht, was er damit gemeint hat. Ich habe irgendwo mal gehört, dass im Mittelalter Essig gebraucht wurde, um entweder Wolken wegzumachen oder Wolken zu erzeugen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er das gemeint, ich weiß nicht. So, Forelle-Turbine aus Kupfer, auch in Zeuganbauer. Weiß ich nicht, was du damit meinst. Ist vielleicht irgendwie übersetzt worden. So, grüß dich, Thorsten. Zuallererst mein Beileid, tut mir echt leid. Gedruckte Teile zu verkupfern ist gar nicht so schwer. Ich hatte es damals auch mit einem Gemisch aus Latex und Graphit gemacht. Klappte recht gut. Leider ändert das nichts an der Festigkeit des Materials. Man erzeugt ja nur eine recht dünne Schicht Metall an der Oberfläche. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich das sage, dass 3D-Druck, jedenfalls der im Heimwender zugänglich ist, nicht für hohe Drehzahlen ist. Mir ist ein schwebender Experimentalmotor buchstäblich zugeflogen. Okay, geil. Was ich mir vorstellen könnte, wäre in SLM zu drucken, dann von einem Auftraggeber. Oder du druckst die Matrizen aus und nutzt diese dann zum Abformen einer Kupferplatte. Falls du Hilfe beim Drucken bzw. CAD benötigst, frag Lippi, ich kann dir meine Nummer geben. Jo, Lippi habe ich schon gefragt, der hat mir Fusion 360 empfohlen. Ich wollte mich mit FreeCAD mal reinfuchsen, aber du hast mir dann geschrieben, dass mit FreeCAD man da auch an seine Grenzen kommt. Also werde ich mich vielleicht gleich mal mit der Windows-Variante beschäftigen. Ich habe erst zum Glück einen Windows-Rechner. Und wieder zurück zu Windows. Na gut, okay. Jürgen, ich muss halt hin und her pendeln. Da gehört Windows auch mit dazu. Jo, Basti, was hast du noch gemeint? Ach so, ich hatte hier eine Doku gesehen, wo sie gezeigt haben, wie sie professionell Kupfersachen, Plastikteile verkupfern und haben dann in den Experimenten eben gezeigt, dass es eine höhere Festigkeit gibt. Deshalb bin ich da eben drauf aufmerksam geworden. So, STL falls von einem Doppelkreiselmotor, wollte mir der Fritz geben, da will ich schon etwas schon mitmachen soll, wenn ich sagen will. Die Lena schreibt mir, wenn du damit selber fliegen willst, braucht es bei Flugscheiben mindestens 3,5 bis 4 Meter Durchmesser. Ach je, egal wie man die baut und was für ein Antrieb. Wäre halt eine riesen Materialschlacht, die tausende von Euro kostet, einfach nur das Material. Oder du versuchst so eine Art Landspender, wie in Star Wars, auf irgendeine Art zu bauen, die nur ein paar Meter über dem Boden schwebt. Sowas sollte zumindest theoretisch billiger zu realisieren sein. Hab da aber auch selbst noch keine richtige Idee für. Ansonsten, für Menschen gelten die Personengesetze ja nicht. Ja, ich habe da der Lena zurückgeschrieben, so groß wäre es echt blöd. Ich meine, da hätte ja damals Schaubergers Turbine auch keinen Sinn gehabt, wenn die das in der Größe gebraucht hätten. Und aus dem Film Nausicaä wurde mir da von einer guten Freundin dieses Teil hier empfohlen. Und da wüsste ich schon ganz genau, wo ich die Schauberger Turbine platzieren würde. Nausicaä ist ein schöner Film, um in den Kaninchenbau vorzurücken. Der hat in seinem Land, ich glaube in Japan wurde er gemacht, ganz große Auszeichnungen bekommen. Und dann ist eine europäische Version von dem Film gemacht worden. Und aus der Geschichte zwischen der Symbiose, zwischen Mensch und Natur, wurde eine Geschichte aus Gut und Böse. Die haben dann 30 Minuten von dem Film umgeschrieben und haben den dann für die westliche Welt zur Verfügung gestellt. Ne, da kann man sich mal Gedanken drüber machen, warum im Osten der Welt davon Symbiose ausgegangen wird und der Westen der Welt in Krieg und Frieden gehalten werden soll.
der Prinzip 100 sagt, hallo, deine 17 bedeutet tatsächlich Erfinderreichtum. Also genauer gesagt, schwingt sie in der Frequenz der Erneuerung und der Kreativität des Ausdrucks. Was somit zeigt, dass deine Entwicklung vorangeht und du wirklich am dranbleiben solltest. Das Universum ist mit dir. Und echt cool, dein Bauwerk. Ich wünsche dir viel Erfolg und wünsche, dass man sich irgendwann mal wieder sieht. Ach ja, das war der Markus, dem ich irgendein Magiebuch gegeben habe. Okay, cool. Schöne Grüße zurück. So, Lippi schreibt, es gibt auch 3D-Drucker, die Metall drucken können. Was druckst du? Ja, PLA ist kein Rohölpaste, wird aus biologischen Trägern hergestellt. Mein Drucker kann bis zu 300. Ja, bei dem Hanf-PLA habe ich auch gehört, dass es mit biologisch abbaubarem PLA machen würden, was dann nach 40 Jahren verrottet. So, Uha, die Gabi, Thorsten und alle, der goldene Schnitt ist wie alles verarsche. Nach dem, was ich mir so gesehen habe, gehen die Berechnungen zu 100% auf. Die Natur ist nicht 100%ig berechenbar. Zeig mir mal ein Schneckengehäuse, was 100% gleich ist. 1 zu 1 Million ist, glaube ich, die Chance, dass einer gleich ist. Das haben die hergenommen. Das ist Schwachsinn. Es ist eine vereinfachte Erklärung mit der Rechnung bis 100%. Mit der Rechnung bist du 100% im Zirkel und Hammerkreis. Jo, das ist mein Libby. Natur angebunden ohne Ende. Und sagt mir dann jedes Mal ohne irgendwelche Verniedlichung alles ins Gesicht. Das finde ich eben, das ist das Direkte. Das brauche ich. Das ist die Erdung und er hat vollkommen recht. Und das sagt ja eigentlich auch die Gabi. Eigentlich ist die Gabi voll auf deiner Seite, Libby. Die sagt auch, dass in der Natur nichts 100%ig goldener Schnitt hat. Und wenn man es macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich tot resoniert. So, und wir wollen nichts tot machen, wir wollen aufbauend das ganze Zeugs haben. Und da müssen wir erst mal sehen, inwieweit wir da Ungenauigkeiten reinbringen, die dem goldenen Schnitt nahe kommen, aber nicht genau kommen. Und da hat mir, ich weiß nicht, ob das später noch kommt, ich tue es schon mal vorgreifen, jemand das mit der 66,6% gedrückt. Und die 66,6% ist schon nahe dran am 61,8%, was ein goldener Schnitt wäre. Und dann hätten wir den Punkt, wo sich die Schlange selbst in den Arsch beißt, weil Lippi hier meint, mit der Rechnung bist du 100% im Zirkel- und Hammerkreis, also in Freimaurerkreisen. Aber auch bei den Freimaurern denke ich ja, es gibt solche und solche. Und vielleicht gibt es da ja auch schon welche, die sich mal mit dem Thema beschäftigt haben und gemeint haben, ist es besser da nahe am goldenen Schnitt mit der 66,6 zu sein, anstatt genau an dem goldenen Schnitt mit der 61,8. Vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwie so ein Gefühl schwappt damit rum. So, der Elektroatz regt sich dann drüber auf, wie ich mein Zeugs verkupfer. Also zum Verkupfern brauchst du erstmal Kupfer im Elektrolyt. Das hast du nicht. Um das zu machen, nehmen du Essig oder Schwefelsäure und nur Kupferelektroden und geben Strom da drauf. Dann du haben irgendwann auf einer Seite keine Kupfer mehr. Dann du haben bläuliche Flüssigkeit. Das heißt, du haben Kupfer in flüssiger Form vorhanden. Dann du können so fortfahren wie im Video. Liebe Grüße, peace out. Jo, Atze. Jo, siehst ja das Ergebnis. Also ich mache mich da nochmal ran. So, erst kapieren und dann kopieren. Erst kapieren, dann kopieren, sagte Schauberger. Wegen der Form der beiden Wellenscheiben, prinzipiell geht es doch darum, innerhalb der Wellenscheiben lauter kleine Wirbel zu erzeugen, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Und hatte Schauberger auch die Löcher in die obere Turbinenscheide platziert? Ich würde empfehlen, mal den Verein für Inflationsforschung diesbezüglich zu kontaktieren. Nur leider wissen die auch nicht so genau, was die da machen. Beispiel. Man baut ein Gerät zur Regenerierung von gekippten Gewässern und bestückt es unter anderem mit Orgonakkumulator, ohne sich bewusst zu sein, dass man an einem solchen Ort vermutlich nur Dor einsammeln wird. Also Dor ist da irgend so ein Ding, was beim Orgon entsteht. Wer sich da mal reinfuchsen will, muss da mal sich durchfitzen. Ich kenne es nicht so im Detail. Interessant fand ich auch die Aussage von Rudolf Steiner zur freien Energie. Es gibt da ein paar schöne Aufsätze in Der Europäer im Zusammenhang mit dem Bericht über John Worrell Keely, den wiederum Schauberger in zwei seiner Aufsätze aus dem Jahre 1954 lobenswert hervorhebt. Du kannst dir natürlich ein bisschen experimentieren, um das Kapieren zu forcieren. Aber wenn da keine intuitiven Momente sind oder die Zeit noch nicht reif ist, vergleich Rudolf Steiner, dann wird das letztlich nichts. Was das Verkupfern anbelangt, da hättest du vielleicht auch erstmal ein kleines Experiment starten sollen. Bitte meinen Kommentar nicht negativ betrachten. Ich schätze deine Arbeit, sonst würde ich mir nicht die Mühe geben, das zu kommentieren. Grüß, Manus. Also ich habe es gar nicht negativ gefunden, was du hier gesagt hast. Die Zeit muss noch nicht reif sein. Das ist das Wort, das habe ich ja auch vorhin gemeint mit diesen ganzen Jahren, ne, dass jedes Jahr seine eigene Energie trägt. Und jo, jetzt spiegeln wir das alles mit der 2.
Schön, dass es euch noch gibt. Was wurde aus dem letzten Zauberlehrling? Tja, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider auch nicht. Das Letzte, was ich da von ihm hörte, das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Die Jahre verschwimmen jetzt so, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da hat mir der Steppes Fotos geschickt, da hat ihn im Altersheim besucht. Und da war die Info dann, die ich hörte, dass er verlegt wurde in ein anderes Altersheim, wo ich bis jetzt die Adresse nicht bekam. Und ich habe inständig gehofft, dass er zu seiner Frau gekommen ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob er noch unter uns weilt, der Fritz. So, David Mensch sagt, 180 Grad verdreht, Schornsteineffekt bei 10 Minuten 10, 12. Müssen wir mal schauen, weiß ich nicht. Schau dir unbedingt den Kanal von Alex Tscherkurkow. Ach, Alex Ufo. Da könnte die Sache... So, da bin ich am Anfang, was heißt auch drauf reingefallen, da hat mich am Anfang auch sehr inspiriert. Wir haben das Alex Ufo versucht zu kopieren zu einem Silvester. Hier unten im Infoteil gibt es das Video dazu. Da kannst du ja mal angucken, was draus geworden ist. Also, wir haben da nichts bei rausgefunden, leider. Finde, du bist ein genialer Typ. Achso, nochmal zum Alex seinem Ufer. Also in allen seinen Videos, muss man genau hingucken, gibt es überall die Möglichkeit, dass das Ding an Angeltreten hängt. Ne? Muss ja nicht von oben runterhängen, die Angelschnur, die kann ja auch von rechts nach links gespannt sein. Ne? Dann kann man auch schön oben drüber über das Ding gehen und einen Stock oben drüber halten und so tun, als ob da nichts wäre. Also in allen Videos haben wir Möglichkeiten des Fakes entdeckt und von daher ist es schön zum Angucken und um ein bisschen zu recherchieren, wenn man noch gar nichts davon weiß, aber ja, wir haben noch nichts dabei rausgefunden. So, was hältst du von der Idee, eine magnetische Abschirmung mit Mu-Metallen und davon asymmetrisch eine Kugel anzuziehen, wie bei hier Free Energy? Also Magnetmotoren habe ich mich abgewandt davon. Ich habe 2 Jahre lang die Männers, oder Jungs besser gesagt, von magnetforum.de begleitet, also so ein bisschen zugeguckt, was die da machen. Die haben sich 2 Jahre lang wirklich extrem professionell an diese Magnetmotorgeschichten rangemacht, alle möglichen Prinzipien ausprobiert, waren auch zwischenzeitlich wirklich sehr euphorisch gewesen und hatten da Sachen gehabt, die so eigentlich von der Logik her nicht gehen dürften. Aber immer wenn sie dann versucht haben, den Kreis endgültig zu schließen, hat das ganze Ding gar nichts mehr gemacht. Und das Endtelefonat hatte ich mit dem Admin des Forums 2012 und er klang da für mich ziemlich fertig, hat gemeint, doch, alles scheiße mit den Magnetmotoren, da hat er so viel Energie dabei reingesteckt und nichts kam dabei rum. Und da hat mir schon ziemlich leid getan und da hat sich seitdem dann auch nicht mehr damit beschäftigt, wie ich es auf seinem YouTube-Kanal sehen kann. Da hat schon anderen Themen des Lebens gewidmet, was auch wichtig ist. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese Karte vom Illuminati Card Game mit dieser Perpetual Motion Karte? Ne, da geht es darum, dass einer vorgaukelt, dass irgendwas funktioniert. Hurra, hurra, es funktioniert. Und 27 Leute sind dabei durchgedreht beim Versuch, es zu kopieren. Ne, das ist auch eine Waffe des Infokrieges, diese Perpetual Motion Karte. Und da muss man echt aufpassen. Ne? Bleibt immer bei eurer Logik, ob irgendwas sein kann. Und wenn man da irgendwas blind vertraut, kann es sein, dass er einen ganz tief zieht. So, mal schauen, wo es mich da jetzt hinzieht. Aber bisher ist alles halbwegs logisch. Noch. So, wo sind die Schlitze in der Scheibe, damit sich die Luft erhitzt und durch Aerodynamik hochsteigt? Die Schlitze sind drin, ne? Also hast du vielleicht nicht genau hingeguckt. So. Der Mensch in Natur, Nico. Nico hat vor mir noch den Fritz besucht und hat sogar ein paar Wellenscheiben von ihm bekommen. Ich lese es mal vor. Ich betone es nochmal. Ne? Also Nico ist dann mal 1 oder 2 Jahre nach Tonga gegangen, hat dort ganz allein gewohnt auf einer Insel. Hat dann von so einer Inselbewohner-Hexe dann irgendwie ganz viele Wahrheiten übers Leben bekommen und seitdem er da wiedergekommen ist, dann sagt er auch jedem seine wahre Naturmeinung direkt in die Fresse und das machen wir jetzt mal. Ich betone es nochmal, in diesem Video sind nur Wellenscheiben zu sehen, keine Repulsine. Also ich muss das hier schreiben, um nicht hineinzufallen in die Falle, in welche ich damals gefallen bin, als ich vor 13 Jahren oder noch länger her 2 große Wellenscheiben geschenkt bekommen habe, um sie dann an einem Motor vom Johann Batzhuber hab drehen zu lassen. Der Johann Batzhuber übrigens hat sich diese kleine Wellenmembrane zusammen mit dem Friedrich Watz, also Fritz, ausgedacht, weil sie damit zusammen Geld machen wollten beim Verkauf an alle Vollidioten und Schauberger-Fans. Als der Batzhuber
einen guten Nebenverdienst vorweisen konnte, war der Fritz auch schon ballereif fürs Rentenheim. Was für ein Zufall. Also, wenn du mal richtige Wellenmembranscheiben berechnet haben möchtest oder echte Trallrohre herstellen willst, um der Natur etwas Gutes zu tun, sag Bescheid. Es lässt sich da was in die Wege leiten. Liebe Grüße. Die Repulsine ist ein Unwort. Wir verbannen es besser lieber. Sogturbine, Sogwendel oder Klimator kommen dem eigentlichen Sinn schon viel näher. Wer Neuigkeiten über die neueste Forschungen über Viktors Repulsine hören will, der findet diese am 24. bis 25. September im Zell am Hammersbach. Oh, Hammersbach. Da müsste ich eigentlich hin, ne? Bei Treffen der Vereins für Implosionsforschung. Aber vergesst nicht, Explosion und Implosion müssen zwingend zeitgleich auf einer Achse, und zwar im Verhältnis von Yin und Yang. Also 4:3 oder 9:3 und in der Mitte die 6. Und die Achse geht nicht von unten nach oben oder oben nach unten. Die Achse ist und bleibt in der Mitte, wo die Wellenesche herausragt. Gut, okay. Also ab hier verstehe ich es dann nicht mehr, Nico. Ne? Fritz hat ja gesagt Folgendes hier. Müssen wir mal sehen, da gibt es garantiert irgendeinen Toleranzbereich, ne, wo wir reingehen können und dann funktioniert es mal besser und mal schlechter. Aber der Rest, ja eigentlich alles passt, aber warum Repulsine? Ja, also ein Repuls ist ein Zurückpuls. Ne, und den Rückpulsen bin ich jetzt schon vom Re-EMF-Charger, das ist ziemlich angetan, die gehören bei uns irgendwie mit zum Weg. Na, und falls das Ding sich jetzt nicht nur drehen sollte und nicht nur die Luftströmung damit zuständig sein sollte, sondern auch ein gewisses Pulsen, kommt der Name dem eigentlichen Sinn vielleicht doch ganz nahe. Was hat denn Viktor Schauberger persönlich über das Ding gesagt? Wie hat er es denn genannt? Na, du hast doch da einen Haufen Bücher von ihm gelesen. Das wäre mal schön. So, dann hast du noch geschrieben, wenn das Kupfer in der Bronze in Form der Scheiben dieser Größe der rechte Umdrehungs pro Minute erreicht, dann wird der Äther angezapft und die Kristalle in der Materie richten sich neu aus. Das Material muss perfekt austariert und gewuchtet sein, dann kann nichts passieren. Es wird immer zerbrechen, wenn es nicht perfekt gewuchtet ist. Unsere Erde und der Himmel sind perfekt gewuchtet und zerbrechen deswegen nicht. Jetzt warten wir noch bis 2040, dann können wir zu Hause auch perfekt wuchten. Wieso? Haben wir dann zu Hause hier eine Wuchtmaschine? Ah, cool, du hast hier die 4 wieder. Okay, ich kapiere schon. Das ist sehr wichtig. Und das Material in der Lage sein, den Äther zu verletzen, so wie ein Hammerschlag. Nur, dass die Scheiben das sehr weich machen. Wenn es regnet, kühlt es ab und die Spannung hebt sich. Erwärmt es sich, fällt die Spannung. Beobachte die Pflanzen beim Wachsen. Das tun sie am schnellsten, wenn die Spannung hoch ist. Also wenn es warm ist und es plötzlich durch Regen runterkühlt. Nun, regnet es, weil die Spannung abfällt, oder fällt die Spannung, weil es regnet und dadurch kühlt? Das ist wichtig zu wissen, wenn man den Äther mit einer Repulsinendings da auskuppeln will. Wasser im Bach fließt um und über einen Stein. Von vorne nach hinten in Fließrichtung des Wasserstoffmodells. Metalls, okay. Bildet sich im Stein eine Spannung. Eben weil das Wasser über ihn fließt und ihn penetriert, haben die Steine die richtige Form, entsteht solch eine Erhöhungsspannung, dass es Funken schlägt. Übrigens passiert das nur, wenn sich die Kristalle für einen Moment alle miteinander ausrichten. Dann entlädt er sich wie ein Kondensator. Dabei entstehen neue Kristalle im Minus des Steines. Manchmal sind bei den neuen Stoffen Goldkristalle mit dabei. Hui, das war ja krass. Also du schreibst ja hier genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass das Ding bei einer bestimmten Drehzahl anfängt, Spannungen zu kreieren, indem es wahrscheinlich in der Mitte auf diese Piezo-Scheibe in den richtigen Frequenzen trifft, mit den richtigen Kräften. Ja, und wenn sich es dann entlädt, passt perfekt. Also ich denke, wir sind hier alle auf dem richtigen Weg. Schön. So, einfach bei Robert Habeck anfragen. Vielleicht können wir mit alter deutscher Nazi-Technik den Energiekrieg gegen Russland gewinnen. Naja, gut, ich will jetzt gar nicht wissen, wer Robert Habeck ist. Hier steht against NASO. Also jeder, der eigentlich dagegen ist, da bin ich eigentlich auch dagegen. Ne? Ich bin dafür. Und gegen gibt's hier gar nicht. So. Okay. So, der Nico hat noch was zu sagen. Der Durchmesser geht relativ zur Umdrehungszahl. Bei 10 cm waren es um die 30.000 Umdrehungen. Die Abstände der Berggipfel, Entspannungsenden, sollte von der Peripherie zum Zentrum weiter werden. Oder du machst sie gleich den Abstand zur Peripherie hin enger. Naja, das habe ich ja gemeint mit dem, ne, dass die Ringe dann immer weiter und weiter gehen, je weiter es vom Zentrum weg ist, ich glaube.
30.000 Umdrehungen bei einer 10 cm, könnte man ja hier schaffen. So, was hast du denn noch? Nico, du bist in Schreiblaune. Sag, ich werde anstatt ich würde, sonst kommt's nicht. Ja, ich weiß schon, wie ich mir das Sachen wünsche. So, bist du dir sicher, dass im Tal und Berg Wärme entsteht? Also sagt doch der Fritz, guck hier. Wenn sich das hier so dreht, gar nicht so schnell, kommt da sofort Wärme raus. So, diese Entspannung, also Entspannung. Da wird was rausgeworfen, was für Spannung Düse ursprünglich war. Und das in Form von Teilchen, die beim Durchbrechen von gewissen Metallen eine Strahlung verursachen. Und wenn sie auf deine Haut trifft, dein Gehirn sagt, ich bin Feuer, nimm dich vor mir in Acht. Und das passiert nur, weil wir Menschen tote Tiere und Brot essen. Würden wir Äpfel essen, wäre das Pieps egal. Übrigens, die Wellenscheiben haben in der Rebusine die Funktion der Explosivkräfte. Und das, was du so schön mit deinem Ei in der Mitte repräsentieren wolltest, das sitzt zu 66,6% implosive, also F gleich ein Halbwurzel, Pi Wurzel von LC. Echt, da kommst du durch eine Formel drauf? Ach, dann hast du mir das gerade mit den 66,6%. Genau, jawohl. So, okay. Oh, sorry. So viel reden bin ich gar nicht gewohnt am Stück. Weiter geht's. Viele Kommentare sind es nochmal. Haben es gleich geschafft. Dann schreibt der Nico noch. Viktor Krebenikow, Buch. Meine Welt lässt erahnen, wie es sein kann, frei durch die Lüfte zu schweben, mit Hilfe des technischen Betrugs. Kopiert von den Käfern und Bienen. Hast du noch Chitin als Baustoff in Erwägung gezogen? Viktor Krebenikow war dieser Russe, der da diese Plattform entwickelt haben soll, die wo höchstwahrscheinlich so Bienenwabenmäßig unten drunter, also Bienenwaben aus einem bestimmten Material angeordnet worden sind. Und wenn der diese Plattform unter eine bestimmte Vibration gesetzt hat, ist er angeblich geschwebt. Ne, das würde eigentlich auch ziemlich Sinn machen. Man kann ja von jedem Gefäß die Resonanzfrequenz rausfinden. Und wenn man diesen Ton dann da drauf gibt, dann entsteht ein Luftpuls, der dann immer für Vortrieb sorgt. Und wenn man von diesen Gefäßen die möglichst viele auf engstem Platz unterbringen möchte, ist halt die hexagonale Form dann wahrscheinlich die optimalste. So, der Marcel Hess sagt, als Filament würde ich dir eher PETG empfehlen. Das hat eine bessere Schlagfestigkeit und eine bessere Dehnungsgrenze. PLA bricht sehr leicht und hat eine schlechtere thermische Beständigkeit. PETG kannst du mit einem einfachen 3D-Drucker drucken. Man sollte nur die richtige Druckplattentemperatur achten. Sonst kann sich vom Druckbett lösen. Ja, das ist ein guter Tipp gewesen, das mit dem PETG. Das kann man bestimmt auch mit Hanf mischen, sodass die einzelnen Druckschichten auch ganz fest miteinander verbunden sind. So, dann haben wir die Idee, die hinter der Rebusine steht, ist ja einleuchtend. Ja, ich habe es mit der Zeit dann erst funktioniert. Das hat Jahre gedauert, ehe ich es kapiert habe. So, in der Praxis sehe ich da die Stirling-Maschine aber zielführender. Schauberger machte auch Versuche mit Eis und Salz, um Effekte zu erzeugen. Auch mit Kupfer wusste er Effekte der Elektrostatik zu zeigen. Soweit ich mich erinnere, schon ewig her, dass ich sein Buch gelesen habe. Skalarwellen sollen bei der Übertragung einen Energiezuwachs erfahren. Da war Tesla bereits weit mit seinen Erkenntnissen. Darum würde ich mich eher an Tesla als an Schauberger halten. Und mein Mitgefühl und Beileid für Edina. Ja, danke. Die Basis von dieser Schauberger-Turbine ist ja meiner Meinung nach die Tesla-Turbine. Ne, der Tesla hat ja auch so eine Turbine gemacht, wo einfach nur zwei Scheiben sind, in der Mitte ein Loch, wo die Luft angesaugt wird und dann wird die dort auch zentrifugal nach außen beschleunigt. So, Schauberger hat jetzt noch ein paar Täler reingemacht, dass man immer Düse hat und Entspannung, dass das Ding vibriert und hat in der Mitte wahrscheinlich so ein Piezo reingesetzt. Ne? Von daher hängen die zwei schon vom Wissen her ganz sehr miteinander zusammen. Aber von Tesla wissen wir ja, dass er bei den Pyramiden gewesen sein soll, dass sein Vater mit der Kirche sehr verbandelt gewesen sein soll. Und auch der Herr Schauberger war angeblich ein von Schauberger. Das heißt, auch wenn er vielleicht keine direkten, expliziten Infos darüber bekommen hat, denke ich mal schon in diesen Kreisen, bekommt man so im Laufe seines Lebens so Infos mit, die andere Leute nicht mitbekommen, wo man das mit hier benutzen kann. So, hi, was ein geiles Thema. Ich würde Sie gerne irgendwann mal fliegen sehen. Ja, schön, wenn ich wieder sicher landen kann, würde ich es auch so. Wie es früher schon mal war. Geil. Weißt du noch, wie ich damals geflogen bin? Cool. So, zu der Materialfrage. Ich habe ja auf YouTube ein Video mit dem Titel Polyton statt Epoxid gesehen. Polyton soll modellierbar sein. Und besser als Epoxid. Vielleicht wäre das ja was. Eine Art 3D
abpausen. Du bist ein schlauer Kopf, danke. So, na gut, davon habe ich noch nie was gehört. Du mal mit im Hinterkopf behalten. Polyton. Ich hoffe, das Material macht's mit. Man kann ja wohl auch Elektronen auffangen. Wer weiß, was sonst noch dazu alles möglich ist. Ja, genau, das haben wir ja auch beredet. So, da war eigentlich nichts weiter, ne? Genau, haben wir noch ein bisschen drüber geredet, dass ich eine kleine Bleierhöhung im Blut habe und dass ich mich da demnächst mal entgiften muss. So, jetzt hat jemand wieder auf die 17 angesprochen und dass ich in Zukunft vielleicht mal Q sein werde. Geil. Ja, dieses mit dem Q scheint wirklich eine metaphysische Energie zu sein und den Trick 17 gibt es da ja auch. Also ich war schon mal auf dem 23er Trip, dann auf dem 13er, 33er Trip und jetzt bin ich auf dem 17er Trip. Cool, machen wir alles mal durch hier. Sogar aus China haben wir Zuschauer und er hat hier, glaube ich, auch einen ganz coolen Comment gepostet. Ihr könnt es ja mal kopieren und einen Translator hauen, ist chinesisch. Und mit dem diskutiere ich jetzt auch mal. Mal gucken, welche tollen Chips da, Tipps da aus China kommen. Oh, er hat schon wieder geantwortet. Ich muss da mal sehen, was er schreibt. Ich möchte jetzt nicht, das wird jetzt zu lange dauern, das alles zu übersetzen und zu kopieren. Aber schön, dass China jetzt auch mit dabei ist. So, die Katzenbisse hat mich überzeugt. Toll. Hoffe, dass alles klappt. Er bezweifelt, dass so viele Menschen... Was? Ist immer die Frage... Ach so, ob die das bekommen, damit umgehen können. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, mal schauen. Die richtigen Energien werden schon reinwachsen dann mit der Zeit. Und das wird ja eh noch ziemlich lang dauern, ne? So, wenn ich die Entwicklung so sehe. Der will Eiern, wie mein Gyroskop. Jag mal mehr Power drauf. Habe ich gemacht, ja. ABS ist robust und dann in Würfellinie drucken. Ah, okay, dass man eben keine Unwucht reinkriegt. Lade mal ein Bild hoch, welche Form du brauchst. Man kann auch die Rohre im Rohr verdrehen. Hey, geil. Ah, schön, wie alle mitmacht. So, du scheinst auf dem richtigen Weg zu sein. Geil. Gute Idee. Also Fibonacci. Ich würde ein detailliertes Modell der Reposieren-Enquette nachmachen. Geil, danke. So, der hat das auch schon mal gesehen. Ich würde dir abraten, eine gedruckte Scheibe von 30 cm Durchmesser auf 20.000 Umdrehungen zu bringen. Juh, na klar. Also wenn dann nur unter extrem guten Schutzmaßnahmen und dann wird es gefilmt, wie es das Ding zerfetzt. So, wenn ich mich richtig erinnere, drehen sich die Scheiben der Originalrebosine gegenläufig. Wo habt ihr die Infos her? Wie soll man das aufhängen, Leute? Okay, kann man dann vielleicht machen, wenn wir mit Magnetmotoren mal so weit sind. Natürlich brauchst du dann nur die halbe Geschwindigkeit, da hast du schon recht. Aber ich glaube, was du meinst, wo es sich gegenläufig dreht, ist beim... Oh, bei der Wimhurst-Maschine. Wenn man mit der Wimhurst-Maschine da irgendwie Hochspannung machen will, da kann man sie gegenseitig laufen lassen, die Scheiben, und dann hast du wirklich mit geringen Drehzahlen, hüben und drüben, dann sehr hohe Spannung. Da die Moleküle unterschiedlich schwer sind, werden sie auch verschieden schnell ausgestoßen. Damals zu Victors Forschungszeit dürfte es kaum Kunststoffe gegeben haben. Aber vielleicht hast du auch recht, also vielleicht, ne? Ja, weiß auch, ich wüsste mir da echt nicht, wie sie das aufgehangen haben sollen und wie das mit dem Schauberger Zement dann damit er praktisch funktionieren soll. Theoretisch natürlich, klar, wäre das Beste. So, damals zu Victors Forschungszeit dürfte es kaum Kunststoff gegeben haben. Die Reposine war daher wohl eher aus Metall gefertigt worden. Das wird sicherlich auch für die Funktion wichtig sein, ein elektrisch leitendes Material zu nutzen. Ja gut, man kann ja auch elektrisch leitendes Plastik, ne, wenn es nur um die elektrische Leitfähigkeit geht. Gibt es ja jetzt, konduktives Plastik, ne, mit Kohlenstoff einfach gemischt. Aktivkohle. Würde man die Wellenscheibe aus Titan drucken, wäre sie stabil und leicht genug. Es gibt auch viele technische Universitäten, die eine Fakultät für Materialforschung haben. Sie besitzen meist auch das Know-how, um Forschung direkt aus Metall zu drucken. Vielleicht kann man da was erreichen. Öffentliche? Naja, die sind ja auch eingebettet in die Zeit. Ne? Gut, okay, wir nehmen sie mit rein, wenn ihr wollt. Wichtig ist auch, dass ein Rotor, egal wie er aussieht, ausgewuchtet sein muss, wenn er mit solch hohen Drehzahlen laufen muss. Ja, Fritz wieder meint... Seine Maschinen, die sind dann irgendwann ruhig geworden, auch wenn sie eine Unwucht hatten, wenn sie eine bestimmte Drehzahl hatten. Und auch wenn das Ding komplett ausgewuchtet ist, kann es da Drehzahlen geben, wo es unruhig läuft. Sehr interessant. Nur schade, dass laut meines Wissens der Menschheit alle 100 Jahre immer wieder eine Massenamnesie verpasst bekommt, damit wir immer wieder mit Aufräumen beschäftigen sind. Ist trotzdem ein sehr tolles Projekt. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich finde deine Videos sehr cool und schaue sie mir gerne an. Jo, kann passieren.
Aber Boston Dynamics hat ja schon viele Roboter gebastelt, hoffe ich mal, mit dem Geld von Google, was wir denen alle gegeben haben. Und wenn Energie immer dahin geht, wo sie hergekommen ist, dann dürften die Roboter eigentlich irgendwann für uns aufräumen oder vielleicht neue Häuser basteln, anstatt uns zu bekriegen. Wir werden sehen. Mal schauen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass trotzdem alles gut wird. Ich würde noch hinzufügen, dass Nikola Tesla noch ein paar Geheimnisse, die du finden kannst, mit dem Wissen wird dein Projekt dir gelingen. Ja, gute Tipp mit Tesla, habe ich ja schon gemerkt. Ne? Und Tesla ist vielleicht hier viel näher, als ihr alle denkt. So, top. Und deine Rebosine läuft ohne Batteriestromzuführung? Ja, ja, nee, das hat so ausgesehen, Markus. Ne? Ich habe es ja dann richtig gestellt. Ne? Uff. Kann man natürlich jetzt bestimmt ein geiles Fake-Video machen, wo man in kurzer Zeit Millionen Klicks bekommt. Aber ich will es nicht machen, weil das Geld, was ich damit verdienen würde, das müsste ich wahrscheinlich wieder in irgendwelche Quellen investieren, wo andere Leute verarscht worden sind. Und wir wollen es ja hier rein investieren. Von daher würde mir das nichts bringen und ich bleibe mal auf dem Weg der Wahrheit. So, jetzt hast du genug gesehen. Boah.